So, Hallihallöchen und willkommen zurück, meine Lieben. Ja, ich bin hier jetzt collecten noch. Wir haben ja auch festgestellt, dass uns drei Minikits fehlen. Jetzt habe ich offline auch gar nicht nachgeguckt, aber das werde ich im nächsten Part machen. Vielleicht werde ich das auch onscreen machen. Wir werden jetzt erstmal hier weiter das mit den Dinos machen. Da ist es ein großen Dino. Wir nehmen direkt den Indominus Rex. Kann er auch brüllen? Nein, er kann nicht brüllen. Ah, jetzt weiß ich auch wieder, dass der Indominus bringt mir hier nichts. Genau. Dann hätte ich gern. Aua. Erstmal, was hatten wir da hinten? Genau, das hatte ich da hinten. Dann weiß ich auch wieder, wen ich gerne hätte. Muss ich mich gleich doch nochmal wegporten. Großer Dino. Du wirst ausgetauscht gegen Erdbeben, genau. Ich glaube, den ganz großen konnte ich auch nicht hierher holen. Aber der müsste auch gehen. Genau. Supi. Dann mache ich jetzt mal eben das Rennen noch. Und dann gehen wir uns den roten Stein hier holen. Für den Rennen, wo ist er hin? Brauche ich aber. Brauche nicht unbedingt, aber da kann ich den Stier eigentlich nehmen, den ich befreit hatte, wo auch immer der jetzt hingelaufen ist. Ich bin hier erst vorhin befreit. Ah, da hinten steht er doch. Wollte schon sagen. Ja, genau. Ich brauche auf jeden Fall einen T-Rex. Dann gehe ich nochmal zum Innovationszentrum, weil jetzt habe ich nämlich vergessen. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte. Ach ja. Hahaha. Geht ja nur auf die Art und Weise. Weil ich nämlich vergessen habe, dass das doch gar nicht damit ging mit dem Indominus. Aber ich weiß, wen ich dazu bringen kann, dass das geht. Wenig da auf eigene Dinos verändern musste. Fiel mir gerade wieder ein. Eigentlich wollte ich hier erst, wenn ich die Steine beide kaufe, aber naja. Ja, ihr freut euch den Hintern ab. Tut ihr das mal. Wie gesagt, ich werde die roten Stände trotzdem zuletzt holen. Die letzten beiden. Weil im Moment sind die eh nicht so wichtig. So, ich werde jetzt auch mal meine Stats-Duplikatoren mal ein bisschen ausstellen. Weil die muss ich ja auch nicht die ganze Zeit anhaben. Soweit haben wir die Sachen ja fertig. Gesehen oder überhaupt mal? Hast du das gehört?
Nee, nicht der normale T-Rex. Entschuldigung. Eigener T-Rex. So, jetzt die Leute alle fressen. So, danke, lieber Indominus T-Rex. Damit haben wir auch den nächsten roten Stein bekommen. Ich glaube, weil hier auch noch einer ist, deswegen fehlt uns noch einer. So, ach, das Stück kann ja auch laufen. Dann laufen wir jetzt zu dem einen armen kranken Dinochen. Also, du bist die zweite Zutat, das sehe ich ja schon. Aber wie gesagt, es fehlt mir auch noch die dritte Zutat. Muss ja hier auch irgendwo versteckt sein. War da gerade was am Aufleuchten? Nein. Ah ja, holen wir mal eben die nächste. Ah, da hinten ist sie. Okay. So, für die meisten Sachen brauche ich ja keine Erklärung. Ihr seht ja, was ich mache, deswegen ist eigentlich dasselbe wie immer. So, jetzt gibt es noch ein kranker Dino. Es geht ja, wie gesagt, hier weiter runter. Irgendein Rennen, das mache ich aber auch immer als letztes. Foto. Dann gehe ich nach, verprügel du mich erstmal. Danke. Weil dann hört mein Charakter wenigstens auf, die ganze Zeit rot zu blinken. Das rote Geblinke ging einem nach einer Zeit echt auf den Senkel. Aufmachen. Ja, wir probieren es mit Paracephalosaurus. Ich weiß nicht, ich mag es mit dem irgendwie Rennen zu machen. Ich
glaube, ihr könnt es auch mit einem Auto machen, wenn ihr wollt. Ob wir es müssen, werde ich jetzt austesten. Wenn ich halt nicht schaffe wegen der Zeit, dann muss ich es halt doch nochmal machen. Dann mache ich es auch mit einem Auto. Aber ich will es jetzt erstmal mit dem Pachycephalosaurus probieren. Ja, okay, ich muss es mit einem Auto machen. Dann rennen wir jetzt den ganzen Weg nochmal zurück und dann holen wir uns ein Auto. Auch wenn ich mit Auto nicht begabt bin zu fahren. Ich mit Auto sogar schwieriger finde. Aber ich muss euch ja auch nicht die ganze Zeit mein Gefehle antun. So, was wir nämlich auch noch nicht gekauft haben, ist das hier. Das werden wir jetzt alles durchkaufen. Das Geld haben wir dafür definitiv da. Hoppala. Ich wollte noch in Ruhe zu Ende kaufen. Nehme ich den ATV. Der sieht irgendwie ein bisschen steuerbarer aus. Hat aber nur so den Anschein. Mir ist eine Fliege am Kopf geflogen. So. Das ist sehr schön für das Vogelhaus. Ich will aber gar nicht zur Aufsichtsplattform vom Vogelhaus. Ich will in Ruhe hier meine Runde drehen. Und mein Rennen zu Ende fahren. Überm Haufen! Zwei fehlen noch. Die sind aber weiter vorne. Geht einfacher, als jetzt den Weg zurückzufahren. Oder? Sind die weiter vorne? Ja, hier ist ja kein Gebiet mehr. Genau. Hier ist einer und da ist einer. Einmal hätten wir jetzt gerne die Lofochen. Spuck da drüben hin. Und dann hätten wir gerne. Was ist da? So, dann geht es nämlich weiter hier runter. Deswegen laufen wir jetzt auch einfach hier straight den Weg lang. Dann geht es da um den letzten kranken Dino, um den sich zu kümmern. Die letzten paar goldenen, also so ein paar goldene Steine noch. Deswegen. Hm.
Ach ja, um den armen, kranken Galalimus, den ich hier damals gesehen habe. Da brauchen wir da jemanden, der freiwillig in Dinohäufen springt. Hüpp. Damit wir erstmal wissen, was dem armen Galalimuschen fehlt. Dann hätte ich gerne dich. Du gehst schneller. So. Dich dahin. Fahrzeug haben wir jetzt hier so schnell nicht zur Verfügung, ne? Ja, da brauche ich den großen Dino für. Da oben war ich schon. Da brauche ich auch den großen Stampfer für. Da brauche ich einmal dich. Und dann direkt hinterher dich. Zum Fotos schießen. Vorletztes Foto. Ja, da weiß ich, da brauche ich auch die Kugel für. Hier muss ich dann mit meinem Brachio langstapfen, Rennen fahren. Hilfe. Don't do this. So, weil ich die eh brauche, probiere ich das Rennen auch mit ihr zu machen. Dann mache ich jetzt zuerst das Rennen. Einfach so. Na, komm. Nur wegen dem blöden Dino-Haufen da. Zeit verloren. Super. Damit haben wir den goldenen Block auch schon wieder. Der nächste ist hier. Schwupp. Das nächste, was wir holen können, ist hier. Deswegen steigen wir jetzt aus. So, als nächstes hüpf hinein. Das wird die letzte Zutat sein. Also die letzte Sache, die der Dino haben möchte. Sehr. Genau. 10 von 10 kranken Dinos geholfen. So, Galalimus, du wirst jetzt gleich im Weg stehen. Das ist aber dann dein Bier. Brachiosaurus nehmen wir mal ruhig. Hoch. Also nein, ich hätte ungern das Skelett, obwohl der ist... Ach, jetzt habe ich auch das Skelett wieder getroffen. Na komm, machen wir. Eigener, genau. Und du bist ein bisschen flinker, ne? Nein, ich will... Du stehst im Weg. Ich will ihn hier.
Upsi. Wollte ich nicht, Galalimus. So. 98,4% sind wir schon. Wird ja immer besser. Foto machen. Vorletztes Foto. Wuhu. So, das heißt, es geht jetzt hier Richtung Mosasaurus. Dann sind wir auf der Oberwelt auch schon fertig. Ich kann auch hier nochmal gucken. Ja. Es wird jetzt nur noch das letzte Eck hier unten. So, war, weil ich nämlich nicht gemacht habe. Ach ja. Du bist ja kein Dino-Experte. Nun ruhig auch mal wieder unser Mr. Grant. Einfach mal aus Jux und Dollerei. So, haben wir dich zusammengebaut. Einfach so. Schwupp. Da gibt es ja nicht viel zur Auswahl. Mosasaurus oder eigener Mosasaurus. Bernsteinfarben den Gegenstände zerstören. So. Jetzt müsste ich den ja hier drinne haben. Jetzt ist die Frage, wenn ich das so lasse und jetzt nochmal rausgehe, kann ich dann jetzt schon mal das Foto machen? Das würde mich ja interessieren. Der Mosasaurus steuert mit seinen Seitenflossen und nutzt seine Schwanzflosse. Nein, als Antrieb. Kann ich nicht. Gut. Dann machen wir jetzt ruhig die Vorstellung zu Ende. Ganz wie heutige Wale ist der Mosasaurus ein Fleischfresser. Ja, der ist aber auch weg. Nehmen wir den eigenen, nehmen wir den normalen. So, eigentlich rotativ egal, nehmen wir den eigenen. So, dann machen wir nämlich dem Mosasaurus da seine Sachen. So, und einmal suche ich mir hier die. Komm her. Hi. Hey. Mein Hi. Njam, 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 njam. Steuerung ist immer so sehr beschissen. So, Nummer 2. Hi, komm her. Lass dich fressen. Oder will ich jetzt anstupsen? Hier irgendwo schwimmt aber noch ein Hai rum. Eins von drei. Da muss ich auch gleich mal suchen, welcher Hai das noch ist. Schwimmen zwei von drei. So. Drei von drei. Den nicht getroffen? Oh, nein, habe ich auch nicht. 3 von 3, so. Jetzt mal gucken. Da ist Mr. Hai. Komm her. Komm her, du. Komm her, du. Ist es denn? Mr. Hai, wo bist du hin? Meins. Komm schon her. Mehr Haie.
ist auch noch ein Hai. Komm her, du. Hör auf. Weg zu schwimmen. Lass das. Hi, wo bist du hin? Ich mag diese Steuerung so gar nicht mit ihm. Weil die Steuerung ist allgemein schwer, wenn du so ein Dino hast. Da ist auch wieder ein Hai. Mit der Schnauze angestupst kriegen. Hi. Könntest du aufhören, vor mir wegzuschwimmen? Wo bist du wieder schon hin? Boah, ich hasse diese Hai-Steuerung. Muss aber weiterhin den Hai jagen. Tut mir leid. Das müsst ihr euch jetzt antun, bis ich die Haie alle hab. Ein Hai getroffen. Ach, Gott sei Dank. Ein goldener Stein für alle Haie. Halleluja. So, dann hätte ich gern... positioniere ich mich mal so. So, dann haben wir uns den Stein hier, der hier so mittig schwimmt. Man, ich erschrecke mich von meinem eigenen Wecker manchmal. Drei von drei. Na, damit haben wir alle roten Steine. So. Oh Gott, jetzt hat er das Rennen einfach aktiviert. Das war auch unfair. Wenn ich damit gerechnet, dass du es jetzt einfach aktivierst. Wo ich ja noch am Rumtüfteln war. So. Jetzt kannst du es von mir aus einfach aktivieren. Nein. Nein. Ach, jetzt darf ich den ganzen Scheiß nochmal machen. Ah, das ist so schwer mit der Scheiß Hoch- und Tiefsteuerung. Bist du etwas zu hoch? Hast du schon verkackt? Oder bist du etwas zu niedrig? Hast du schon verkackt? Der ist so fett. Thank you.
habe ich gerade einen Bug oder so? Weiß ich nicht. Ich glaube aber, dass ich vom Mosasaurus jetzt alles in dem Gehege habe. Außer das Foto. Das Rennen, ja. Ach, hier habe ich ein Rennen noch nicht gemacht. Okay. Dann wird es ein Rennen auf einer anderen Insel sein, die ich nicht gemacht habe. Der Mosasaurus steuert mit seinen Seitenflossen und nutzt seine Schwanzflosse als Antrieb. Wer okay, nicht nass mal. Werden will, sollte sich jetzt besser weit nach. Dann gehen wir mal bei Nacht hin. Kann auch sein, dass das Foto bei Nacht aufgenommen werden soll. Ist das ein spezielles Mosasaurus-Foto ist. Ne, witzigerweise kann ich es hier auch nicht nehmen. Wer nicht nass werden will, sollte sich jetzt besser weit nach oben setzen. Ganz wie heutige Wale ist der Mosasaurus ein Fleischfresser. Nur, dass sein Futter viel größer ist. Boah, sind wir hier in der Spritzwasserzone? Hab gehört, er kann einen ganzen Hai mit einem Haps verschlucken. Ja, aber das Problem ist, ich krieg nicht die Möglichkeit, gerade ein Foto zu machen. Dabei fehlt mir das eine Foto hier noch, ne? Ja. Ah, jetzt weiß ich auch, warum das nicht geht. Das wollte ich nicht. Das wollte ich auch nicht. Das ist nämlich auch nicht. So war das ja, genau. So, jetzt müsste es auch egal sein, ob Tag oder Nacht. Wir machen das jetzt gleich mal ruhig bei Tag. Dafür gehe ich auch extra nochmal hier hin und stelle wieder auf Tag. Der Hai müsste da jetzt immer noch hängen. Und wenn nicht, dann schieße ich ihn wieder runter. Der Mosasaurus steuert mit seinen Seitenflossen und nutzt seine Schwanzflosse als Antrieb. Wer nicht nass werden will, sollte sich jetzt besser weit nach oben setzen. Ganz wie heutige Wale ist der Mosasaurus ein Fleischfresser. Dass sein Futter viel größer ist. Zone, hab gehört, er kann einen ganzen Hai mit einem Haps verschlucken. So, damit haben wir das auch. So, zwei Rennen fehlen mir noch, drei Minikits fehlen mir noch. Das heißt, ich werde jetzt noch einen Moment so kurz nachgucken, damit ich weiß, was fehlt. Ich weiß, ein Rennen haben wir hier noch, deswegen muss ich den Part ja beenden. Mein Timer hatte ja schon geschält. Hab da, denke ich mal, auch schon mitbekommen. Sind auch schon wieder etwas über der Zeit. Deswegen... Bis später!